zwei Monate blickt die Weltöffentlichkeit nun schon gebannt auf die Stadt Harran, seit dort eine bislang unbekannte, grausame Krankheit ausgebrochen ist. Es ist noch nicht klar, was die schreckliche Epidemie ausgelöst hat. Das dortige Verteidigungsministerium errichtete kurz nach dem Ausbruch eine Quarantänemauer. Die wenigen Überlebenden in der Stadt werden vom Global Relief Effort kontinuierlich aus der Luft versorgt. Doch obwohl der GRE den Einwohnern, die wegen der Quarantäne in Harran feststecken, helfen will, bis ein Heilmittel entwickelt ist, will das Verteidigungsministerium radikaler vorgehen, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Die Frage ist, gibt es noch Überlebende in der Stadt, die nicht infiziert sind, wie der GRE behauptet? Und wird das Ministerium seinen Plan, die Stadt zu vernichten, um den Harran-Virus endgültig auszumerzen, auch dann in die Tat umsetzen, wenn dem so sein sollte? Ob aufgrund des Virus oder der Pläne des Ministeriums, eines steht fest: Harrans Tage sind gezählt. Damit beginnt unsere Story hier bei Let's Play Dying Light mit eurem Gameblamer. Kurz zur Erklärung, ich spiele nur den Prolog jetzt alleine, deswegen könnte die Folge jetzt etwas länger werden als normal. Vielleicht 40 Minuten so um den Dreh. Ich weiß es nicht, ich kann ja nicht hell sehen. Und danach spiele ich zusammen mit Julian und Philipp. Erklärung kurz dazu, man muss zuerst eine gewisse Zeit gespielt haben, bis man in den Koop-Modus starten kann. Und da sind jetzt erstmal da Julian und Philipp, also Mr. Caliente, YouTube-Kanal, unter dem Video dann verlinkt, wenn unser Multiplayer anfängt, und sein Kumpel Philipp. Und mit denen spielen wir dann, ja, kämpfen uns durch die Zombie-Horden. Aber jetzt machen wir mal Kampagne anfangen. Hier seht ihr schon, Story 11%, das ist das schon mit Julian und Philipp. Den Prolog möchte ich euch aber nicht vorenthalten, deswegen starte ich hier nochmal ein neues Spiel, damit ihr auch alles seht, worum es geht. HUD aktiviert. Beginne Briefing. Information. Kadir Suleiman, ein Politiker, der nach dem Ausbruch für Ordnung sorgen sollte. Sein Bruder Hassan fiel der Seuche zum Opfer, ehe wir ihn evakuieren konnten. Suleiman gab dem GRI die Schuld für Hassans Tod. Er stahl eine streng geheime Datei, mit der er den GRI erpressen will. Falls ihm etwas zustieße, sollte der Inhalt veröffentlicht werden. Informationen. Die gestohlene Datei enthält unvollständige Angaben zur Herstellung eines Heilmittels. Würde die Anleitung in dieser Form angewendet, wäre das Produkt äußerst toxisch. Die Datei enthält auch eine Beschreibung der Virionstruktur. Jeglicher Missbrauch könnte unzählige Leben kosten. Wir brauchen sie zurück. Details zur gegenwärtigen Lage. Suleiman schickte die Datei an einen unbekannten Helfer, der sie veröffentlichen soll, sobald er den Befehl gibt. Wir haben die Kommunikation der Stadt gestört, um ihn an der Veröffentlichung der Datei zu hindern. Ihr GRI-Funkgerät ist davon nicht betroffen. Es ist Ihr Joker. Verlieren Sie es nicht. Suleiman ist mittlerweile untergetaucht und benutzt einen anderen Namen. Wir vermuten, dass er nun eine der zwei Hauptfraktionen anführt, die in der... Wiederhole, finden Sie Suleiman und die Datei, um die Menschheit vor einer noch nie dagewesenen Katastrophe zu retten. Und im Moment kann ich gar nichts machen. Aber ihr wisst jetzt, was so los ist. Sieht schon mal bombastisch aus. Ich spiele das übrigens nicht auf der PlayStation 4 und nicht auf der Xbox One. Ich spiele es tatsächlich auf PC. Schon zu kaufen bei MMOGA. Link hier unterm Video, könnt ihr das schon kaufen und schon spielen. Ein Monat vor Deutschland-Release. Wenn es überhaupt in Deutschland uncut kommt, glaube ich nämlich. Das hier ist nämlich komplett uncut, meine Lieben. Siehst du, das war kein Abwurffallschirm. Brecht ihm die Beine und bringt ihn zu Reis. Zurück mit euch! Los! Stopp! Lärm zieht sie an! Rückzug! Rückzug! Wir müssen los! Er muss runter von der Straße! Ha!
Tower. Hier Jade. Krankenstation vorbereiten. Hab einen Kerl mit übler Kopfwunde und Biss am Arm. Mist! Ist Amir verletzt? Nein. Amir ist tot. Aber ich bringe euch jemanden, der überleben könnte. Einer von uns? Mal sehen. Was heißt denn hier mal sehen? Vielleicht will ich ja auch gar nicht mit euch befreundet sein. Vielleicht möchte ich ja einfach mein eigenes Ding abziehen. Ich kann euch jetzt schon sagen, den Prolog, den habe ich heute Mittag nur mal kurz angespielt, beziehungsweise durchgespielt, damit man online Koop spielen konnte, damit ich das mit Julian und Philipp zusammen aufnehmen konnte. Aber hammergeil. Wir haben so viel Spaß vorhin gehabt. Und jetzt nehme ich den Prolog nochmal im Anschluss für euch auf, damit ihr auch nichts verpasst. Ich will ja nicht, dass ihr jetzt hier einfach so mitten reingeschmissen werdet und ihr wisst nicht, was los ist. Reingeschmissen werdet, Entschuldigung. Ja, ein bisschen groggy. Wenn ihr euch wundert, dass der Ton im Hintergrund vielleicht ein bisschen leise ist. Ich musste das leider ein bisschen anpassen, aber guckt euch das mal an. Hammer, wie das aussieht. Und wie gesagt, das ist jetzt auf dem PC und schon einen Monat vor Deutschland Release. Wenn es überhaupt in Deutschland rauskommt, Uncut sowieso nicht. Da könnt ihr lange drauf warten, das ist so ähnlich wie bei Dead Island. Bei MMOGA im Moment zu kaufen. Dann könnt ihr das einen Code kriegen für 44 Euro, habe ich es jetzt gekauft. Dann könnt ihr es bei Steam euch runterladen. Lohnt sich auf jeden Fall, kann ich jetzt schon sagen. Wie gesagt, ich habe es ja schon ein bisschen länger jetzt gespielt. Nachher, wenn ich mit Julian und Philipp spiele, dann werdet ihr sehen, warum ich das so leise gemacht habe. Aber dafür habe ich ja die Untertitel an. Du bist der 31. Infizierte. Ich bin der 18. Hier wird alles gezählt. Eine Dosis Antizin weniger, ein Infizierter mehr, ein Kurier weniger. Ja, so sieht's aus, Baby. Gewöhnt euch schon mal dran, dass ich hier bin. Ach, hört auf zu meckern hier. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr an mir gewonnen habt. Oh, okay. Was macht der Kopf? Der Kopf? Okay, hör zu. Bis der Boss es sagt, bist du nicht auf der Liste. Also red schleunigst mit ihm, dann kann's losgehen. Jetzt entschuldige mich. Ach ja. Öffnen. So, schubsen runter. Schubsen runter. Ich suche noch. Bist du der Boss? Bin ich dir zu jung? Probleme mit meinem Alter? Nein, ich. Du wolltest mich sprechen? Schon besser. Erinnerst du dich an irgendwas? Weißt du, wo du bist? Das hier ist wohl eine Art Zuflucht? Wir nennen es den Turm. Bracken und seine Kuriere haben das Ganze vor Monaten zusammengeschustert. Seitdem sind wir hier. Jagen nach GRE-Paketen, plündern und retten Leute. Ja, ich wollte der Frau danken. Gut. Wenn sie nicht wäre, würdest du schon an irgendeinem Schienbein nagen. Dein Antizin hat es übrigens nicht überlebt. Alles, was Jade retten konnte, war dein Funkgerät. Ja, toll. Könnte ich es wiederhaben? Tja, das brauche ich wohl dringender. Nee, Kumpel, da täuscht du dich. Na gut, hier. Weißt du, wofür Kuriere ihr Leben riskieren? Für Kerle wie dich. Du nimmst Antizin, das für jemand anderes bestimmt war, und gibst selbst nichts ab? Ich habe jetzt echt keine Zeit für deinen Bullshit. Ich erreiche einen meiner Leute nicht, weil unsere blöden Funkgeräte alle im Arsch sind. Tust du mir einen Gefallen? Ich kann dich und dein kostbares Funkgerät nicht mehr sehen. Also mach dich woanders nützlich. Wir können im Turm keine faulen Säcke gebrauchen. Hey,
Das ist unfair. Ich bin nicht faul, ich... Hey, Boss. Verstecken. Dieser Kerl ist bloß im 13. Stock. Könnte aber genauso gut in der eingestürzten Mine stecken. Komm später wieder. Also bist du gar nicht der Boss. Warum die Leute immer so östlich angehauchte Namen haben. Ne? Rahim, Berka. Ich bin nicht faul. Warum können die nicht alle Paul und Hans heißen? Oder Gerd oder Paul. Habe ich Paul schon gesagt? Oder Paul. Ja, dann geh mir aus dem Weg und lass mich meine Arbeit tun. Die Gameblamer-Arbeit. Ach ja, Musik werdet ihr in diesem gesamten Let's Play auch nicht wirklich hören. Die habe ich auch komplett ausgeschaltet, damit ich gar keine GEMA-Probleme kriege. Weil das hier ist ja ein Warner Bros. Game und Warner Bros. Hat es nicht gerne, wenn Spiele oder Videos monetarisiert werden. Da geht die GEMA dann hoch. Wir warten jetzt schon seit 70 Stunden auf Ihren Bericht. Was ist passiert? Ja, ich hatte das Funkgerät verloren, aber meine Deckung ist intakt. Noch kein Kontakt mit dem Anführer. Seine Identität ist noch nicht klar. Ich achte darauf, mich anzupassen. Verstanden. Die Zeit drängt, Crane. Denken Sie daran. Da wäre noch was. Ich wurde gebissen. Hab keine Symptome, aber hier heißt es, ich sei infiziert. Dann sollten Sie sich wohl schleunigst Antizin besorgen. Hilfe! Hilfe! Bitte! Zum Geier. Yeah, und da haben wir unsere erste Waffe in der Hand. Da können wir den ersten schon so richtig zusammenschlagen. Hä? Was war denn jetzt los? Warum? Was ist denn jetzt los? Mein Gott, das Spiel ist noch so verbuggt teilweise. So. Alles wieder gut. Mann. Der wollte jetzt gerade die ganze Zeit nach links gehen. Hab mir den Arm verletzt. Bei der Flucht vor ihm. Gott. Du musstest ihn töten, nicht? Verdammt. Das war mein Bruder. Ich bin hier runter, um ihm zu helfen. Ruhig. Alles wird gut. Ich hole Hilfe. Rahim, hier Crane. Bin im 13. Stock. Hör mal, dein Mann hat's übel erwischt, als er vor einem Zombie fliehen wollte. Ach Scheiße. 31. Du hast Mark gefunden? Ist da unten sicher? Jetzt schon. Gut, bleib dort. Ich schicke Lena runter. Jetzt quatschen wir nochmal mit dem. Halt still. Lena wird jeden Moment hier sein. Du musst Verbandszeug auftreiben. Und Alkohol. Nimm beides zusammen. Das stoppt die Blutung. Nö. Mach schnell. Bleib ruhig, ja? Nö. Bin gleich zurück. Nö, mach ich nicht. Naja, okay, komm. Klebeband. Das Schöne ist, ihr seht jetzt oben auf der Map angezeigt, wo ihr eventuell was finden könntet, was ihr brauchen könnt. Jetzt haben wir hier alles. Dann brauchen wir hier nicht weitersuchen. Jetzt gehen wir hier raus. Gucken mal hier. Zack. Hier finden wir eventuell noch irgendwo was. Zum Beispiel da. Da könnte noch was sein. Und da war, glaube ich, noch ein drittes Gebäude, das angezeigt wurde. Also ist nicht so, dass ihr jetzt dann ziellos rumrennen müsst. Also ihr habt schon eine gute Vorgabe, wo ihr hin müsst. Finde ich ganz klasse. Gibt Spiele, die machen das weitaus beschissener. Hier könnt ihr noch ein bisschen trotzdem weiter gucken, falls ihr noch irgendwas findet. Ein elektronisches Bauteil zum Beispiel. Das liegt da immer. Das weiß ich schon. Eine Blechdose. Ich weiß nicht, wo man hier aus dem Prolog diesen komischen Schlagstock herkriegt. Der Julian, der hat mir nämlich hier so einen Schlagstock gegeben, da war noch Zement dran und so, der war richtig gut. Naja.
Drücken Sie I für das Entwürfe-Magazin. So, da Entwürfe. Medikit können wir basteln. Machen wir Doppelklick. Einmal Alkohol, einmal Mull haben wir ja. Zack, zack. Und dann können wir das auf Mark benutzen. Wie bei einem früheren Point-and-Click-Adventure. Ui, das sieht ganz gut aus. Das hat sich nicht entzündet. Dann mach das auch. Dafür bist du doch da. 250 EP-Punkte. Nicht schlecht. Vielleicht habe ich dich hier falsch eingeschätzt. Schwamm drüber. Ich will mich nur bei euch revanchieren. Toll. Komm vorbei. Wir müssen über deine Rolle hier bei uns reden. Ja. Ich komme. Nicht Boss, Boss. So, und ich möchte auch schon mal sagen, ne, also es geht immer zu viert. Im Moment spielen halt Julian, Philipp und ich. Aber kann ja auch Zeiten geben, wo Julian und Philipp nicht spielen können. Dann könnt ihr natürlich auch mit mir spielen. Oder ihr könnt auch so mit mir spielen und dann nehme ich in dem Moment halt einfach nicht auf, sondern einfach nur zum Spaß. Weil das Spiel macht mir im Moment richtig Spaß. Das ist richtig geil. Ich dachte eher sowas wie mit dir schlafen. Ich würde die flachlegen. Aber das ist nur meine Meinung. So, so, reicht das? Kann ich jetzt mit Bracken sprechen? Zieh dich erstmal um. Neue Klamotten sind in deinem Zimmer. Nummer 194. Was ist mit meinen Sachen? Für Brackens Mission brauchst du was Passenderes. Sag Bescheid, wenn du dich umgezogen hast. Wenn ich mir ein paar Gameblamer-Klamotten angezogen habe. So, was liegt denn hier so rum? Kann ich hier noch irgendwas looten? Irgendwas mitnehmen? Hier liegt doch bestimmt irgendwelcher Scheiß rum. Natürlich nicht. Ach man, das ist doch gemein. Wo hat der den Schläger hergehabt? Ich habe ihn nicht gefragt, dummerweise, vorhin. So, ja, komm, frische Klamotten. Ich habe es verstanden, frische Kleidung. Zack, alles okay. Gut, Rahim, ich bin bereit. Wo finde ich Bracken? Nicht so schnell, Mann. Wenn du hier bleiben willst, müssen wir sehen, ob du das Zeug dazu hast. Los, ab zum Fitnessbereich. Fitnessbereich? Was soll denn das heißen? Bis ganz oben. Bloß ein paar Treppen hoch. Ja, natürlich Treppen. Hätte ja auch ein Aufzug sein können, aber nein, es müssen Treppen sein. Muss uns jetzt zeigen, wer hier die größeren Eier hat. Rahim, ich seh dich nicht. Wo steckst du? Ganz nah. Volltrottel. Na, worauf wartest du denn? Komm rüber. Ja, ich weiß. Also wir können jede so Kanten greifen, indem wir lange auf unserer Leertaste bleiben. Bei der Konsole natürlich, weiß nicht, irgendeine andere Taste. ist ein richtiger Clown, der Typ. So. Ja, was macht er, wenn ich mich so richtig verletze? Dann lacht er nicht mehr.
Ne, das deckt nämlich keine Krankenkasse ab. Keine Krankenkasse der Welt deckt das ab, wenn der da so über den Kran geht. Ich weiß das zufällig. Ich find's übrigens lustig, dass ich bin ja Kranführer eigentlich im wahren Leben. Ne, dass ich jedes Mal in einem Spiel was mit dem Kran zu tun habe. Ich will von meinem Alltagsleben weg und jedes Mal ist ein Kran mit im Spiel. Willkommen im Fitnessbereich. Zuallererst musst du lernen zu rennen. Was meinst du mit lernen zu rennen? Mach einfach, was ich sage, ja? Okay, jetzt spring da runter. Bist du verrückt? Das wäre Selbstmord. Sei kein Feigling. Das meinst du doch nicht ernst. Schau zu. Mein Bein! Rühr dich nicht! Ich hol Hilfe! Du bist drauf reingefallen! Du blöder Arsch! Was? Verstehst du keinen Spaß? Los! Jetzt mach, dass du hier runterkommst! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mann, oh Mann war früher eine Sendung auf Sat.1. So, jetzt passt auf, jetzt könnte ich ja lustigerweise so weit hier am Rand runterspringen, dass ich da auf dem Gitter lande und mich tödlich verletze. Dann hat Raim bestimmt nichts mehr zu lachen, oder? Nein, machen wir nicht. Machen wir natürlich nicht. Scheiße. Um zu überleben, musst du das Gelände ausnutzen. Die meisten Fresser können nicht klettern, also je schwieriger das Terrain, desto besser für dich. Ich habe ein paar typische Situationen vorbereitet. Mal sehen, wie du dich schlägst. Hat ja schon bei Brink so gut geklappt mit diesem Parcourslaufen. Aber ich muss ehrlich sagen, das funktioniert hier in dem Spiel wirklich gut mit dem Parcoursrennen. Haben die gut gemacht. Muss man ja mal ehrlich sagen. So. Also gut, rahm das Gerücht dort. Und fall nicht runter, es gibt hier kein Ende. Ja, ach, auch schon gesehen. Scherzkeks. Mein Lieblingsdeck. Katzensprung und Wurfstern. Kannst du das nicht, hältst du keine 10 Minuten durch. Ach, ich schaff alles. Ich bin der Gameblamer, Junge. Nie was von mir gehört, wa? Dann wüsstest du, dass so eine Herausforderung gar nicht existiert für mich. Zack. So einfach ist das. Pipifax hier. Das habe ich schon im Kindergarten gemacht. Noch während ich auch Gameboy gespielt habe und Bubble Bubble. Scheiße. Wie war das denn nochmal? Ach so. Stimmt ja. Da war ich dann da irgendwie hoch. Okay, ja. Vielleicht habe ich die Klappe ein bisschen voll genommen. Aber immerhin gebe ich es zu, wenn ich das mache. Komm jetzt erstmal da hoch lang. Bla 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 bla. Da werden viele verrecken und erstmal versuchen, darüber zu springen, was aber eigentlich total falsch ist. Weil wir nämlich eigentlich darüber müssen. So. Ist nämlich sehr irreführend, weil da ja die Pfeile sind. Da müssen wir nämlich darüber und da hochspringen. Okay, das reicht. Du bist ja ein echtes Naturtalent, Mann. Ja. Hast du das schon mal gemacht? Klar, auf deiner Mama. Mann, Mann, Mann. Ist doch voll easy, Junge. Das ist, weil du so jung bist. Du hast noch keine Lebenserfahrung. Wie ich. Ich bin hier der Opa-Crane. Was
Der erste Anfall. Ja, dahin bin ich ja unterwegs. Hetz mich nicht. Sonst brauche ich einen Snickers. Werde ich unausstehlich. Oder ich spring vom Dach. Noch besser. Rahim, was zum Geier war das? Heißt das, ich verwandle mich? Ich glaube nicht. Diese Anfälle sind eine Folge der Infektion. Du solltest aber bei Dr. Zara vorbeigehen. Er wird dich untersuchen und dir wohl Antizin spritzen. Ehe du zu Zara gehst, solltest du mit dem Quartiermeister reden. Der staffiert dich neu aus, damit sie dir draußen nicht die Rübe abbeißen. Okay. Dann machen wir das doch. Erstmal runterrennen hier. Ich finde, die Map haben sie nämlich auch sehr gut gemacht. Da wird alles angezeigt, was man braucht. Alles angezeigt, wo man hin muss. Da kann gar nichts schief gehen. Fast nichts. Werden auch immer neue Events in der Gegend angezeigt, wie zum Beispiel so, dann werden Pakete gedroppt, runtergeschmissen von irgendwelchen Firmen von GDE, glaube ich, GDE oder GDR. Das ist dann so kurz, dass man da hinrennt, ein paar Zombies kaputt haut und sich die Pakete holt und sowas. Wird alles immer sofort angezeigt oder wenn man Überlebender gerettet wird und dann so lauter Mini-Quests. So zum Beispiel, man rennt zu dritt da lang und plötzlich kommt so, töte die meisten Zombies in der kürzesten Zeit von allen. So, dann nimmt man das an, jeder muss das annehmen von den dreien und dann schlägt man einfach sinnlos auf die Zombies ein und derjenige gewinnt, der die meisten Zombies getötet hat oder sammelt die meisten Gegenstände ein. Gibt's ganz, ganz viele Sachen, also sehr, sehr viel Abwechslung in dem Spiel, finde ich sehr gut. Hat nicht jedes Spiel. Habe ich so viel gequatscht, dass ich vergessen habe, Leertaste zu drücken. Mein Gott. That's not like a Barbie. Ein Tischbein. Übrigens, im Turm erzählen sie, dass sie bloß essen und Antizin schnorren wollen. Soll heißen, die Leute mögen sie nicht besonders. Nehmen sie es ihnen nicht übel. Das ist nur der übliche Lagerkoller. Und da auch noch die Funkverbindung mit der Außenwelt gestört ist, mangelt es hier nicht an Paranoia. Entweder die Stadt hilft sich selbst oder keiner tut's. Wenn sie mir oder Spike aber Sachen aus den GRE-Paketen bringen, ändern die Leute ganz schnell ihre Meinung. Das Zeug ist lebenswichtig. Danke, ich werde es mir merken. Sonst noch was? Hab's eilig. Also, wenn sie gemocht werden wollen, dann sollten sie sich nützlich machen. Wer den Leuten hilft, ist gleich beliebter. Vielleicht findet sie sogar eine Frau. Für die kalten Nächte. Dass die Leute selbst in so einer Situation nur ans Ficken denken, ne? Hammer. Hammer. Ja, nimm den Kack da ein. So, was haben wir denn? Okay, wir haben alles, was wir brauchen. Jetzt geht's raus, das erste Mal in diesem Let's Play. Okay, Neuling, sei vorsichtig. Wir haben schon zu viele verloren. Ah, Sonne. Ich hasse Sonne. Sonne heißt, dass es hell ist. Ich versuch's. So, wir rennen jetzt ganz straight. Soweit es geht. Zum Doktor. Ohne irgendwelche Zombies zu töten. Zombies töten gibt's nachher noch genug im
gemeinsamen Let's Play. Mein Gott. Die Verbindung zu Steam wurde getrennt. Oh mein Gott. Ich werde gleich sterben. Da hat jemand das Steam Network gehackt. Ach nee, wir sind hier nicht bei PlayStation oder Microsoft. Sehr depressiv, der Mann. Sehr, sehr depressiv. Brecken hat die meisten seiner Leute zur Verteidigung hierher geschickt. Rahim, sie hat mich untersucht und mir eine Spritze verpasst. Okay, toll. Was solltet ihr erstmal über die Hunden helfen? Ich gewöhne mich gerade daran, dich umzukommandieren. Zeit für einen Härtetest. Sprich mit Spike. Er ist bei Zeras LKW und hat den ersten richtigen Job für dich. Ich find's nicht gut, dass in einem Videospiel geraucht wird. Aber das ist nur meine Meinung. Ich bin Crane. Echt toll. Noch so ein Ungelernter. Na gut, Klappe und zuhören. Es gibt zwei Arten von GRE-Paketen. Die einen mit Nahrung, Medizin, Überlebensausrüstung etc. Die anderen enthalten Antizin. Der GRE sendet eine Videobotschaft, wenn eine Lieferung unterwegs ist. Leider schnappen sich Rais Schläger immer wieder das abgeworfene Antizin. Und ohne Antizin sind wir völlig aufgeschmissen. Rais und seine Jungs sind nur tagsüber aktiv. Im Dunkeln macht man es da draußen ja auch nicht allzu lange. Die nächsten zwei Antizin-Pakete kommen heute Abend runter und Bracken will sie sich holen. Das könnte unsere einzige Chance sein, sie zu erreichen. Was soll ich tun? Wie gesagt, nachts loszuziehen ist quasi Selbstmord. Oder wäre es, wenn ich nicht seit Wochen Unterschlüpfe und Fallen vorbereitet hätte. Brackens Team wird es heute Nacht schaffen, wenn du da draußen die Fallen scharf machst. Das ist deine Aufgabe. Okay, was für Fallen sind das und wie macht man sie scharf? Ich werde die Anweisung durchgeben. Nicht vergessen, ohne diese Fallen überlebt Bracken die Nacht nicht. Und wenn er kein Antizin mitbringt, sind wir verloren. Nimm dir ein paar Böller, bevor du losziehst. Selbst gebastelt sind eine gute Ablenkung, wenn du Ärger kriegen solltest. Okay, dann machen wir das mal. Stromausfall. Die Böller können wir jetzt übrigens... Ja, wir müssen alles durchsuchen, ist alles klar. Und Kisten können wir klar machen. So, wenn wir jetzt lange auf 1 bleiben, können wir hier unsere Sekundärwaffe aussuchen. Das wäre hier zum Beispiel jetzt die Böller. Wenn wir auf Q drücken, sehen wir hier Sachen angezeigt, ne, wo irgendwas rumliegen könnte oder so. Hier ist jetzt gerade nichts so in der Nähe. Wir versuchen jetzt mal möglichst um die Zombies noch rumzurennen. Uns wird ja unser Ziel angezeigt dafür Stromausfall.
fürs Bike unterwegs. Okay. Also ich verspreche euch, spätestens wenn dann dieses Let's Play anfängt mit Julian und mit Philipp, da wird's blutig. Da werden Zombies noch und nöcher geschlachtet. Aber jetzt gerade versuche ich hier nur einfach zu überleben. Vielleicht mal hier so eine Kiste aufmachen. Das kann man natürlich auch machen. Das mit dem Q-Drücken ist übrigens eine super Sache, um schnell zu sehen, ob es sich lohnt, hier irgendwie kurz zu verweilen. Ob es hier irgendwas zu holen gibt. Aber meistens sind Kisten an höher gelegenen Stellen. Uiuiuiui. Okay, das sind ein paar Zombies. Ich bringe Tod und Verderben. So, da kann man die Toten natürlich durchsuchen. Das ist das Schönste daran. Ihr seht da unten einen Hammer bei der Anzeige von der Stange und ein Metallteil. Der Hammer zeigt an, wie oft das noch repariert werden kann. Ich habe das jetzt einmal repariert, jetzt kannst du nur noch zweimal repariert werden. Vorher war es dreimal. So. Ja, wo ist es? Da. Zack, Licht an. Und wir haben den Punkt gesichert. Wie ist die Lage? Ist das Licht an? Fast. Einen Augenblick noch. Ja, jetzt müssen wir erstmal unser Funksignal hier checken. Moment, wir können nämlich an den Dingern hier hochklettern, wenn wir wollen. Wie halt im echten Leben. Wer würde im echten Leben nicht mal so einen Mast hochklettern? Ah, war da oben jetzt ein Zombie? Ja, jetzt liegt er genau auf der Kiste, die ich aufmachen wollte. So, boah, Quatsch. Wie wir den einfach so einquetschen. So, und hier, da muss man ein Schloss knacken dann. Ja, komm, ich weiß, wie das geht. Aber wahrscheinlich wird es jetzt sowieso nicht klappen. Ah, ja, da haben wir unseren ersten Dietrich verschleudert. Man muss genau den richtigen Winkel treffen und dann A drücken. Und dann geht so eine Kiste auf, wenn man Glück hat. Ja, da haben wir doch schon mal einen Rollgabelschlüssel und eine Tasche. Eine Tasche bringt richtig viel Kohle. Wir müssen nämlich Kohle machen hier, um Sachen zu kaufen, wie zum Beispiel richtig coole Waffen. Gut, hier ist nichts mehr zu holen, deswegen drücke ich immer so auf Q. Ist sehr hilfreich, da verschwendet man keine Zeit mit irgendwelchen dummen Suchereien. So, rauf da. Und dann können wir Kontakt aufnehmen. Train hier. Bericht. Okay, ich habe diesen Doktor getroffen, Wissenschaftler. Arbeitet in einer Art Laboranhänger an einem Heilmittel für den Virus. Er heißt Sierra. Hallo? Hören Sie mich? Datei hat aber noch oberste Priorität, oder? Positiv. Ein einzelner Forscher, der in einem
Ja, in der Zwischenzeit, wo die gequatscht haben. Wir müssen noch mehr Unterschlüpfe vorbereiten. Wir haben schon ein paar geeignete Orte ausfindig gemacht. Spike markiert sie dir auf der Karte. Brain? Danke. Zurück zu dir, Spike. Jetzt zurück zum Wesentlichen. Mach die nächste Falle scharf. In der Nähe ist noch ein Auto. Okay. Also, wie gesagt, in der Zwischenzeit habe ich euch mal hier ein bisschen die Umgebung gezeigt. Ja, ihr habt gesehen, wie leicht die sich ablenken lassen. Tierisch. Ich bin total begeistert. Was ist denn jetzt los? Warum ist denn da immer noch markiert? Ach so, stimmt. Hier ist noch ein zweiter Wagen. Komm, mach schnell. Ja, blöder Penner. Da reiße ich mir den Arsch auf für den und dann darf ich den nicht aktivieren. Komm, fall runter. Da ist auch wieder eine Kiste zum Aufmachen. Oh, Kaffee. Kaffee ist sehr wertvoll. Kaffee bringt 100 Dollar. Und ich weiß nicht warum. Ich meine, ich trinke auch Kaffee, aber ich bin kein sonderlicher Kaffee-Liebhaber. Warum könnte Kaffee so wertvoll geworden sein? Nur zum Wachbleiben, glaube ich eher weniger. Bestimmt wegen dem tollen Geschmack. Wenn du das sagst. So, Dietrich 9. Das ist schön. Zufällig in der Nähe von einer anderen Kiste. Tada. Ich bin so ein richtiger Burglar, ne? So ein richtiger Räuber. Zigaretten. Gut, bringen 15 Dollar. Auch nicht zu verachten. So, jetzt machen wir mal einen Megasprung, oder? Komm, jetzt machen wir einen Megasprung. Wow, Geronimo! Boah, und wir haben sogar keinen Schaden genommen. Oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Boah, hatten wir jetzt Glück. Das Problem ist aber, jetzt kommen andere Zombies, die auch rennen können und klettern. Durch diesen Lärm werden die angezogen. Und die sind echt eklig, die Typen. Die wird man auch so schnell nicht mehr los. Deswegen muss ich schnell wegrennen. Oh, und ich muss mein Rohr reparieren. Das ist jetzt noch nicht mal irgendwas Perverses, sondern einfach nur mein Rohr, was ich wirklich zum Schlagen benutze. Ach, egal, was ich jetzt sage, das kannst du auch nicht besser machen, oder?
So, da habe ich schon zigtausendmal versucht hochzuspringen. Komischerweise hat irgendwann das Game wohl gesagt, nee, komm, das schafft er eh nicht. Wir lassen den das mal durchgehen, dass der das hier nicht geschafft hat. War ganz seltsam. Ich habe bestimmt 20 Minuten lang versucht, diese blöde Dingens da auszulösen. Und es hat nicht geklappt. Ja komm, ein bisschen höher müssen wir noch. Sonst kommen wir da nicht hin. Ach, okay. Boah. Wenn das eben seine einzige Sorge ist. Ich dachte, wir sind Freunde. Ich dachte, er hat mich lieb. So kann man sich täuschen. Ach so, da. Total verpeilt. Zack. Zack, erstmal die Stange vor den Kopf. So. Ich brauche nämlich irgendwas zu plündern. Ja. Ich bin ja schon unterwegs. Wie habt ihr nur vorher ohne mich überlebt? Frage ich mich. Kaum bin ich da, treten die ganzen Katastrophen ein. Kann ja gar nicht sein. Verliere ich schon meine Konditionen hier. Nee, voll der Otto. So, jetzt hier mal eben den Deckel abreißen. Um festzustellen, dass wir da gar nichts machen können. C, okay. Wo habe ich denn meine Taschenlampe? Da. Nee, da will ich gar nicht hin. Ah, das sieht doch gut aus. Boah, geh auf, Sesam, öffne dich. Zack, war doch easy. Das Umspannwerk läuft wieder. Aber wo es einen Kurzschluss gab, kann es wieder einen geben, das weißt du, ja? Die Elektrik überlässt du mir, ja? Mach, dass du zum Unterschlupf kommst. Du wirst dort übernachten müssen. Boah, ich bin so gut. Ich bin so gut im Kistenknacken mittlerweile. Mann. Ja, da haben wir noch eine schöne Rohrzange zum Verprügeln. Vor Einbruch der Dunkelheit. Du kommst raus und es ist dunkel. Wie soll das denn gehen? Wollen die einen auch verarschen, ne? Vor Einbruch der Dunkelheit. Kommst raus, ist dunkel. Ich fasse es nicht.
Ja, meiner ist jetzt schon aus der Puste hier. Anstatt mal zu sagen, boah, komm hier, ich lebe in einer Welt, wo nur Zombies rumrennen neben mir. Dann nehme ich mal die Beine in der Hand und gebe mal ein bisschen Vollgas. Nee, was ist? Ich krieg keine Luft mehr. Ich brauche meine Petiküre und meine Maniküre. Mein Gott, ey. Ich glaube, wenn ich in so einer Welt leben würde, ich wäre voll der Macho-Typ. Und ich würde alle schwachen Glieder würde ich verrecken lassen, glaube ich. Ich glaube, ich wäre keiner, der anderen Leuten helfen würde. Ich würde die ganze Zeit sagen, hör mal, wenn du nicht fit bist, ich habe dir immer gesagt, mach Sport. Du bist selber schuld, wenn du jetzt verreckst. Ich glaube, ohne Scheiß so wäre ich. Wenn ich weiß, dass ich vorher die Leute belehrt habe und gesagt habe, ihr könnt das ändern, wenn ihr wollt. Und die das dann nicht gemacht haben aus eigener Kraft. Der Hulk mit Pickeln. Was kann ich für Sie tun? Ich habe gerade einen seltsamen Zombie gesehen. Voller großer grüner Beulen. Er ist abgehauen, als er mich entdeckt hat. Was kann das gewesen sein? Leider reichen diese Angaben nicht. Aber wenn Sie noch einen sehen, dann sagen Sie Bescheid. In Ordnung. Da hat er doch hundertprozentig was mit zu tun. Hallo, da kann mir doch kein Mensch erzählen, dass er nicht weiß, was das ist. Ja, jetzt können wir schlafen gehen. Schlafen? Oh, jetzt ist Tag. Was ist los? Schlechte Neuigkeiten. Wir müssen reden. Okay, eine Sekunde. So. Und damit endet diese Folge, weil ihr seht, der Koop-Modus ist jetzt wieder freigeschaltet. Und ab der nächsten Folge mit Mr. Caliente und Philipp zusammen das Let's Play von Dying Light. Glaubt mir, es ist mega lustig. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ciao, euer Gameblamer.